Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Buchvorstellung. Wer mir schon ein bisschen länger folgt, der weiß, dass ich ein großer Sherlock Holmes-Fan bin. Von den alten Büchern, von der BBC-Serie, von den Filmen und von den neu gemachten Jugendbüchern, die es jetzt so gibt. Und da habe ich wieder mal etwas Neues angefangen. Und zwar von Heather Petty, My Dear Sherlock, wie alles begann. Und zwar ist hier die Konstellation auch sehr interessant. Die lernen sich wieder in der Schule kennen. Und zwar geht es aber um Sherlock Holmes. Und es geht um Moriarty. Also nicht um Sherlock und Watson. Es gibt auch einen Watson in dem Buch, der aber irgendwie nicht so viel Bedeutung hat. Vielleicht kommt es in den nächsten Teilen. Nein, es geht um Sherlock Holmes und Moriarty. Moriarty ist in dieser Generation ein junges Mädchen und die verlieben sich ineinander. Also eigentlich eine Kombination, mit der man ja so nicht rechnet, weil Moriarty und Sherlock ja eigentlich in den Originalgeschichten eher verfeindet sind. Und deswegen fand ich das so super spannend, wie das so zueinander kommt. Und Sherlock ist hier nicht ganz so abgedreht wie sein Vorfahre. Ist zwar auch schon eine schwierigere Persönlichkeit, sage ich mal, aber nicht so abgedreht wie sein Vorfahre. Und die beiden lernen sich kennen aufgrund von einigen Todesfällen, die sich ereignen. Sie machen sich halt ein Spiel daraus, herauszufinden, was dahinter liegt. Und Moriarty kommt dann sehr, sehr schnell darauf, dass diese Mordserie sehr eng verstrickt ist mit ihrer Familie und ihrer Familiengeschichte. Und das wird sehr, sehr spannend und sehr, sehr emotional und ist wirklich sehr, sehr cool gemacht. Hat wirklich nicht viel mit den Originalgeschichten zu tun. Also bei anderen Adaptionen jetzt aus der Neuzeit findet man noch eher Verbindungen dazu. Das ist jetzt hier wirklich nicht so der Fall. Sherlock hat allerdings natürlich auch einen Bruder, der auch ein bisschen abgedreht ist. Aber nee, das ist wirklich richtig cool gemacht. Hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Das ist jetzt der erste Teil. Ich kann gar nicht genau sagen, wie viele weitere Teile es bisher gibt. Ist auch eigentlich echt gut gemachter Krimi. Wenn man jetzt mal so von dieser Sherlock-Schiene wegkommt, ist es ein gut gemachter Jugendkrimi, was ich ja sehr, sehr gerne mag, weil die Erwachsenen-Krimis für mich schon zu sehr in die Thriller-Richtung meistens gehen und mir einfach zu blutig sind. Und deswegen mag ich sowas eigentlich lieber. Und ich wollte euch noch was Kurzes vorlesen, was ich sehr cool fand. Fakt. Jemand ist im Londoner Regent's Park ermordet worden. Die Polizei hat keinerlei Spur vom Täter. Fakt. Jamie Moriarty und Sherlock Holmes sollten an diesem Abend zu Hause sitzen und lernen. Stattdessen schmuggeln sie sich an den Tatort. Fakt. Sherlock hat Jamie zu einem Wettbewerb herausgefordert, wer von ihnen beiden den Fall schneller löst. Jamie hat angenommen. Fakt. Anders als von Sherlock vorgeschlagen, hält sich Jamie nicht an Regel Nummer 1. Sie müssen alle Hinweise teilen und hat Geheimnisse vor Sherlock. Schlussfolgerung: Wenn es um Herzensangelegenheiten geht, kann man manchmal auch denjenigen nicht trauen, die einem am nächsten stehen. Und nach diesem Fall wird Jamie Sherlock vielleicht nie wieder trauen können. Ja, super, super schön. Also möchte ich euch sehr ans Herz legen, wenn ihr euch da so ein bisschen angesprochen fühlt. Wie immer verlinke ich euch das unten in der Infobox und hoffe, dass euch dieses kleine Video wieder gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!